Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen Video. Ich bin mal gespannt jetzt mit diesem Video, wie das jetzt ankommt in der Community. Aber das hier ist jetzt, wie gesagt, nicht irgendwie... Es ist leider die pure Wahrheit. Ja, wir wollen hier keine Frauen diskriminieren. Also ich muss das leider immer sagen, ja, damit ich keine Probleme irgendwie bekomme, dass nicht jemand im Nachhinein kommt. Ja, das soll schon hier frauenfeindlich, bla bla. Man muss das leider immer gerade heutzutage dazu sagen. Für alle in den Kommentaren, hör auf das zu sagen. Ey, mach du deinen Channel und dann sehen wir weiter. So. Deshalb lohnt es sich als Mann nicht mehr heiraten zu gehen. Eine Ehe lohnt sich leider heutzutage nicht mehr. Das ist leider Real Talk. Was ich immer lustig finde, ist, Frauen heutzutage, gerade es dreht sich um die moderne Frau. Ja, wenn du keine moderne Frau bist, sollte dich das hier eigentlich gar nicht triggern. Du bist voll auf meiner Seite, wenn du keine moderne, wenn du eine klassische, traditionelle Frau bist, dann juckt dich das hier gar nicht, dann kümmert dich das hier gar nicht, dich triggert das hier nicht, weil du weißt, dass es wahr ist. So, aber nur wenn du eine moderne Frau bist, dann triggert dich das Ganze hier. Dann willst du mit mir hier einen Krieg anfangen. Aber wenn du eine traditionelle Frau bist, du weißt, ich habe leider recht. So, ich wünschte, es wäre nicht so. Real Talk, ich wünschte, es wäre nicht so. Aber es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Wenn wir heute uns die Frauen betrachten, die haben all diese Ansprüche. Ich will einen traditionellen Mann quasi. Ja, ich will einen Mann, der groß ist, der viel Geld verdient, der das und das Einkommen hat, der kompetent ist, von dem ich lernen kann, zu dem ich aufsehen kann, der hier, manche gehen sogar so weit, der ein Boot hat, der eine Yacht hat und sowas, ja, haben all diese Erwartungen und Ansprüche und sonst was, ja, erwarten quasi, deswegen habe ich es direkt gesagt, die erwarten einen traditionellen Mann, der sie beschützen kann, der groß ist, der viel Geld verdient, der alles auf den Tisch bringt, was ein traditioneller Mann eigentlich so normal auf den Tisch bringen soll. Hier soll führen, soll maskulin sein, soll muskulös sein, soll dies sein, soll das sein, ja. Sie erwarten einen traditionellen Mann, aber sind keine traditionelle Frau. Das ist komplette Hypocrisy, das ist heuchlerisch. Frauen verlangen einen traditionellen Mann, ohne eine traditionelle Frau zu sein. Früher, ja, wir wissen, das weiße Kleid, für was steht das? Purity, für Reinheit. Nicht mal das bekommst du. Das sollte eigentlich das Mindeste sein, aber das bekommst du nicht. Für alle, die kommen, ich bin eine traditionelle Frau. Bist du nicht, leider. Deine Werte, ja, sind schön und gut, aber wenn du keine Jungfrau mehr bist, kannst du nicht sagen, dass du eine traditionelle Frau bist. Quasi, so hart ist die Realität leider. Das ist leider die Realität. Das gehört zur traditionellen Frau dazu. Das macht den weiblichen Wert aus einer Frau. Ja, ihre Reinheit. Das ist das Erste, worauf ich hingehen muss heute, jetzt in diesem Video, weil das ist, was sich die meisten Frauen kaputt machen lassen. Ihren Wert. Ihren weiblichen Wert. Ihre Reinheit. Wenn ich Wert sage, nicht menschlicher Wert, der weibliche Wert im Datingpool hier, Marktwert, ja, im Datingmarkt, der sexuelle Marktwert, das meine ich. Nicht als Mensch, nicht, du bist jetzt als Mensch nichts wert, du hast immer deinen Wert. Aber dadurch, dass du mit so und so vielen Typen was hattest, deswegen sinkt immer mehr dein Datingmarktwert. Das ist leider Fakt. Was viele moderne Frauen nicht hören wollen. Oh, ich habe das verdient, ich habe dies verdient. Was bringst du auf den Tisch? Du bringst keine Reinheit, du kannst nicht kochen, du kannst nicht putzen, du hast keine Femininität, du bist nicht zart, du bist maskulin. Du bringst keine traditionellen Werte auf den Tisch. Du bringst absolut keine traditionellen Werte auf den Tisch. Willst lieber arbeiten gehen, sagst du bist keine Hausfrau und was? Wisst ihr, was ich meine? Wie die moderne Frau halt heutzutage nun mal ist. Es wird ja auch verteufelt, wenn man eine Hausfrau sein will. Das verstehe ich auch. Ihr Frauen habt es auch nicht leicht. So, ihr werdet verteufelt, wenn ihr eine Hausfrau sein wollt. Und bekommt von euren Freundinnen dann gesagt, oh, er ist kontrollierend, er ist toxisch, er ist dies, er ist das und so. Obwohl du eine Hausfrau sein willst.
Deine Freundinnen erzählen dir irgendwas von wegen, weil die zu sehr in diesem ganzen Feminismus-Quatsch sind. Ja, du musst dich hier liberieren, du musst hier frei sein, du musst tun, was du tun willst und so. Dein Mann kontrolliert dich und bla 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 bla. Obwohl du dich von deinem Mann führen lässt, wie es eigentlich sein sollte. Aber Frauen heutzutage, die moderne Frau, lässt sich nicht mehr vom Mann führen. Aber dazu komme ich noch in einem nächsten Punkt. Wie gesagt, Frauen verlangen einen traditionellen Mann, aber sind keine traditionelle Frau. Ich find das heuchlerisch. Ich finde das heuchlerisch. Die wollen hier alles, wollen, dass der Mann hier alles auf den Tisch bringt. Den kompletten Tisch alleine bringt, ja. Und die bringen nichts zum Tisch. Nicht mal hier ein Stück Brot oder. Nein, die setzen sich einfach nur hin und fressen. Fressen sich voll. An diesem vollen Buffet. Mann bringt ganz Buffet. Sie kommt einfach nur und setzt sich hin. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Komplett ungrateful, ja, undankbar. Komplett undankbar. Setzt sie sich einfach nur dahin und nimmt sich alles, was sie will. Und wenn sie keinen Bock mehr auf dich hat, was mich zum nächsten Punkt auch führt, schauen wir uns mal die Scheidungsraten an. Wenn sie keinen Bock mehr auf dich hat, schmeißt sie dich weg. Weil die moderne Frau heutzutage den Mann nicht mehr schätzt. Die haben all diese Angebote, all diese Nachfragen, all diese Sims in den DMs, ja, dass sie denken, die können jederzeit zum nächsten springen. Und die denken das nicht nur, die machen das. Springen von Typ zu Typ. Monkey Branching ist real. Schauen wir uns die Scheidungsraten an. Die Frauen lassen sich immer mehr scheiden. Deswegen, als Mann lohnt es sich nicht mehr heiraten zu gehen. Ich empfehle euch heutzutage, macht das unter euch aus. Macht vielleicht selbst irgendwelche Verträge, die ihr unterschreibt, so, ey, so, wenn ich sterbe, dann geht so und so viel Prozent auf dich, bla bla, aber zieht nicht irgendwie den Staat damit rein. Weil sonst, ihr seid komplett hier, ihr werdet komplett ausgebeutet. Komplett. Und viele Frauen sind wirklich notorische Ausbeuter, die sind nur darauf aus. Die moderne Frau, die ist opportunistisch. Da dreht sich alles um Cloud, um Fame, um Geld, um Macht, um Kontrolle und sonst irgendwas. Werden immer mehr narzisstisch, leider. Deswegen als Mann, du ziehst den Kürzeren in einer Ehe, wenn sie dich verlässt. Und das passiert sehr schnell. Sie fühlt auf einmal nichts mehr oder sie liebt dich nicht mehr oder ein anderer Typ ist da und macht schöne Augen, was weiß ich. Und sie will dich nicht mehr und schmeißt dich jetzt weg und geht zum Nächsten. Ist nicht das erste Mal, dass ich sowas gehört habe, erlebt habe oder sonst irgendwas. Ja. Ich habe schon gestern im anderen Video dazu was gesagt. Ich brauche es nicht nochmal sagen. Verheiratete Kerle, die Kinder haben, die jahrelang in einer Ehe sind, werden verlassen für einen neuen Typen. Nur weil die Frau denkt, sie fühlt nichts mehr und ist nicht bereit, an der Beziehung zu arbeiten. Die moderne Frau will auch nicht an der Beziehung arbeiten, wenn es Probleme gibt. Was tun sie? Sie verlassen sie. Sie sind nicht bereit, mit dir gemeinsam zu wachsen, mit dir gemeinsam zu kreieren, zu bilden, zu errichten, zu erbauen. Nein, die wollen lieber den fertigen Mann, sollst alles hier auf den Tisch bringen und sobald du irgendwo ein Problem aufweist, bumm, das war's, kein Bock mehr, nein, du bist kein echter Mann, dadadadada. Und dann bekommst du das alles gesagt. Sobald du mal einen schlechten Tag hast oder sonst irgendwas, auf einmal hat sie keinen Bock mehr auf dich und verlässt dich. Anstatt mit dir gemeinsam zu arbeiten, arbeiten sie gegen dich. Deswegen, Scheidungsraten zeigen es uns wieder und wieder und wieder, dass es sich heutzutage nicht mehr lohnt, so traditionell heiraten zu gehen und sonst irgendwas. Das war mal. Guck mal. Schon wenn sie, das ist nämlich, ich wollte es gerade schon selbst sagen, aber das ist der nächste Punkt. Schon wenn sie 20 ist, hatte sie mit mehr Männern zu tun, als ein 20-jähriger Mann mit Frauen zu tun hat. Und wenn wir uns die Statistiken betrachten, ab einer Zahl von 5 unehelichen Partnern wird die Ehe scheitern, wenn die Frau mit 5 Typen geschlafen hat vor der Ehe, bevor sie heiraten gegangen ist, wird die Ehe scheitern. Zu 80%, wenn ich die Zahlen noch richtig habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber so ist es. So sind die Statistiken. So sind die Studien. Wenn Sie, die Frauen mit 20 heutzutage,
Ja, die fangen schon, was weiß ich, mit 12, 13 an, sagen wir jetzt mal human mit 15, 16. Fangen da an. Dann haben die da den ersten Freund. Dann geht das 2, 3 Jahre, dann der nächste, ja. Und wenn sie 20 ist, hatte sie schon mehr männliche Erfahrungen, als ein Mann Erfahrungen mit Frauen hatte. Und nein, das sagen wir nicht, weil wir hier irgendwie eingeschüchtert sind oder insecure hier. Das ist einfach nur Frauen vergleichen. Und sind dann nicht mehr zufriedenzustellen. Und deswegen gehen die Scheidungsraten dann hoch. Deswegen wird die Beziehung, die Ehe scheitern, weil sie dann immer vergleicht. Oh, der hatte größeren, oh, mit dem war es aber schöner, mit dem hatte ich mehr Intimität, oh, der hatte mehr Geld, oh, der hatte ein schöneres Auto, was weiß ich, und vergleicht all diese Dinge. Und ist nicht mehr zufriedenzustellen. Sagt vielleicht sogar auch zu dir, oh, mein vorheriger Freund hat aber das besser gemacht, aber die ist aber das. Ey, dann geh doch zu dem. So reagiere ich darauf. Und so solltet ihr auch als Männer reagieren. Wenn sie dich einmal mit irgendeinem Ex vergleicht oder sonst was, ey, dann geh doch zu dem. Warum bist du bei mir dann, wenn ich doch so schlecht bin? Habt Selbstrespekt, ganz ehrlich, das ist das, was ihr jetzt durch dieses Video hier rausnehmen müsst. Habt Selbstrespekt. Glaubt nicht diesen ganzen Quatsch. So, ja, und eine Frau kann trotzdem treu bleiben, auch wenn sie eine Vergangenheit hat und sonst was. Männer wollen Frauen ohne Vergangenheit, eine Frau will einen Mann mit Zukunft. Das ist einfach unsere Biologie. Das ist einfach so. Und wenn wir als Mann wissen, oh, sie hat eine Vergangenheit, die nicht so rosig ist, turnt es uns ab, es stößt uns ab. Wenn die dann hören, ja, ich hatte was mit dem und das hatte ich in der Vergangenheit mal und in Clubs gegangen und ja, und hatte ein paar Hookups und bla bla, wissen wir direkt, mit was wir es zu tun haben. Und das bekommen wir Männer immer mehr in dieser modernen Welt. Eine Frau, die mit 20 komplett experienced ist, ja, hat ihre Erfahrungen schon alle gemacht, ja, kennt schon alles, der kannst du nichts mehr zeigen, ja, und deswegen kannst du sie auch dementsprechend nicht mehr zufriedenstellen. Sie werden immer unzufriedener. Wir sehen es ja auch an den Zahlen Pharmazeutika, Antidepressiva, ist auch in den letzten Jahren hochgegangen bei den Frauen. Frauen nehmen immer mehr Antidepressiva, werden immer depressiver. Genau deswegen. Mit je mehr Männern eine Frau etwas hatte, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung scheitern wird. Soll ich noch irgendwas dazu sagen? Es ist Fakt. Es gibt Statistiken, es gibt Studien. Guck dir diese ganzen Dinge an. Ab einer Zahl von 5 wird die Ehe scheitern. Sie hatte vorher mit 5 Typen was? Expired. Die ist durch. Die ist durch. Kannst du vergessen. Niemals heiraten. Niemals. Ja, sie hatte mit einem, mit zwei, mit drei Typen was. Ist ja noch oh, irgendwo, ja, wenn du das kriegst, dann kannst du dich heute schon, guck mal, wie traurig, kannst du dich heute schon glücklich schätzen, wenn du eine Frau bekommst, die nur mit einem, zwei, drei Typen was hatte. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ihr wisst, ich gebe euch hier nun die Realität. Ich verkaufe euch hier keine Lügen. Weil ich will nicht mehr Männer sehen, die von Ehe zu Ehe und werden immer verlassen, immer verlassen, immer verlassen. Vielleicht du als Mann, du machst nicht mal irgendwas falsch. Du versuchst sogar alles richtig zu machen. Aber auf diesem Weg, wo du versuchst alles richtig zu machen, kannst du nichts richtig machen. Weil du kannst eine Frau heutzutage nicht mehr zufriedenstellen. Es ist nicht möglich. Die moderne Frau. Traditionelle Frauen, die sind leicht zufriedenzustellen. Ganz leicht, die arbeiten mit dir, ja, die lassen sich führen, die folgen dir, die hören dir zu, die arbeiten gemeinsam mit dir. Aber moderne Frauen, mein Geld ist mein Geld, ich mache, was ich will, ich gehe raus, wie ich will, die lassen sich nichts sagen, sind wie kleine Kinder. Das ist auch der nächste Punkt. Frauen sind wie kleine Kinder. Hast du es nicht auch jedes Mal erlebt? Und du denkst dir, ey, das ist sowas von kindisch, was sie da jetzt tut. Die spielen dumme Spiele, vergeuden deine Zeit, alles dreht sich um Aufmerksamkeit. Frauen sind wie kleine Kinder, folgen irgendwelchen dummen Trends, anstatt dass sie mal an sich arbeiten, damit sie eine
angesehene Frau werden, eine traditionelle Frau werden. Nein, lieber hier TikTok-Tanz. 30-jährige Frauen, die auf TikTok tanzen. 40-jährige Frauen, Omis, was weiß ich. Alles gesehen, die auf TikTok tanzen. Ey, geh in die Küche, mach ein bisschen Essen. So, ey, oh, du bist so toxisch maskulin. Das war jetzt ein Scherz, ja. Aber real talk. Frauen, die Kinder haben, die lieber vor der Kamera tanzen, anstatt sich ums Kind zu kümmern. Was ist los mit dieser Welt? Was ist los, verdammt nochmal? Das denke ich mir, was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare, aber das ist, Frauen sind wie kleine Kinder. Und das ist wirklich so, wie als müsstest du dir jedes Mal sagen, ey, mach nicht dies, mach nicht das, mach nicht dies. Weil die sind wie eine laufende Red Flag oder wie soll ich sagen, wie ein laufendes Problem auf zwei Beinen. Ja, wie als wären überall diese Minen und man sieht ganz klar diese Minen und man muss dann noch sagen, hey, dreht nicht in diese Mine und die dreht trotzdem rein. Wie ein kleines Kind. Ja, keine Ahnung, ist jetzt kein guter Vergleich, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Man kann denen noch so oft sagen, ey, tu das doch nicht. Und die tun es trotzdem. Weil die dann so rebellisch sein wollen und nicht hören wollen und hier zickig sein wollen und ich lass mir nichts sagen. Wie kleine Kinder. Kannst denen nichts sagen. Lassen sich nichts sagen. Sind trotzig, ja. Lassen sich nicht führen. Ich bin eine unabhängige Frau. Ich lass mir nichts sagen. Ich lass mich nicht von einem Mann kontrollieren. Ey. Und irgendwann mit 30 wacht sie dann auf. Wo sind all die guten Männer hin? Und dann will sie die traditionelle Frau spielen. Dann ist sie Born Again Version, ja, Virgin, ja. Dann will sie auf einmal eine neugeborene Jungfrau wieder sein und geht in die Kirche und in der Hoffnung, dass sie einen guten Mann abbekommt und hat aber diese ganze Vergangenheit. Deswegen, Männer gucken tatsächlich auf die Vergangenheit der Frau, wenn du ein schlauer Mann bist. Und wenn du dann rausbekommst, ey, sie war eine Clubgängerin, was weiß ich, du gehst mit ihr raus und jeder Typ kennt sie quasi schon so gewesen. Es gibt diese Frauen. Und die geht nur raus. Und hey, backe, backe, hier, überall. Backenkuss, Backenkuss. Und sagt jedem Kerl da Hallo und was weiß ich alles. Jeder kennt sie. Vielleicht kommst du aus einem kleinen Dorf oder aus einer kleinen Stadt und sowas. Du weißt genau, was ich meine. Jeder kennt jeden und sowas. Und diese Frauen. Die sind dann überall bekannt. So, Red Flag. So, wie gesagt, sie folgen Trends und dummen TikTok-Tänzen und lassen sich von der Gesellschaft leiten, anstatt auf ihren Mann zu hören. Die lassen sich dann von Feminismus leiten, von TikTok und von Social Media und was weiß ich alles, anstatt auf den Mann zu hören. Und die lassen sich auch von ihren Freundinnen leiten. Ah, der ist nicht gut für dich, bla bla. Obwohl du doch mit deinem Mann gemeinsam etwas aufbauen solltest. Das finde ich auch immer so lustig. So, die wollen diese Ehe haben, aber sind nicht bereit, auf ihren Mann zu hören. Ey, mit wem bist du verheiratet? Mit deinem Mann oder mit deinen Freundinnen? Die hören lieber dann auf ihre Freundinnen oder auf ihre Freunde oder sonst irgendwelche toxischen anderen Menschen, die ihr sagen, das ist nicht gut für dich, weil die voll in diesem Feminismus sind. Ja, der kontrolliert dich, du musst machen, was du willst. Zieh dich mal hier bisschen mehr sexy an. So, wie läufst du rum? Und so, und flößen dir all diese ganzen Sachen in den Kopf ein. Weil die komplett in diesem Feminismus sind. Und die Frau hört lieber dann auf diese toxischen Feministinnen, anstatt auf ihren toxischen, maskulinen Mann. Ne? Es ist traurig. Und du denkst dir als Mann, ey, wir haben doch hier diese Beziehung. Was hörst du die ganze Zeit auf deine Freundin? Dann geh doch, dann heirate doch deine Freundinnen. Warum bist du mit mir verheiratet, wenn du doch eh nicht auf mich hörst? Das ist, was viele Männer heutzutage nicht aussprechen können. Viele Männer spüren das, fühlen das in der Ehe, machen das in der Ehe durch. Sie bekommen kein Gehör. Sie werden als der toxische Mann hingestellt. Ja, sie macht, was sie will. Du kannst ihr nichts sagen. Und die Freundinnen sabotieren alles. Durch das gehen gestandene Männer heutzutage in Ehen mit Kindern und alles. Und der lässt sich da komplett auf der Nase rumtanzen. Ich meine, ey, Bro, ist deine eigene Schuld. Du lässt die auf der Nase rumtanzen. Aber das ist, was Männer heutzutage durchmachen müssen.
wegen Social Media, wegen Feminismus, wegen dieser modernen Welt, die ja alles gut heißt. Ja, geh raus, geh in den Club, hab deinen Spaß, mach dein eigenes Geld, lass dich durchnehmen von XY Männern. Ja, so, ja, ja, Feminismus, Liberalität, ja, wir sind liberal und wir sind frei und verkaufen uns auf Social Media, auf Instagram und auf OF und was weiß ich alles. Und shaken hier mit unserem Behind. Ja. Frauen sind wie kleine Kinder. Sie folgen lieber irgendwelchen Trends, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, nur um Clout zu bekommen, Fame zu bekommen, Geld zu bekommen, anstatt mal eine traditionelle Frau zu sein, eine gestandene Frau zu sein, eine respektvolle Frau zu sein, eine respektable Frau zu sein, die man respektieren kann. Wie willst du eine moderne Frau respektieren, die sich nicht mal selbst respektiert? Sie sagen, oh, sexualisier mich nicht, aber sie sexualisieren sich selbst. Make it make sense. Make it make sense. Ich verstehe es nicht. Deswegen, die sind wie kleine Kinder. Ich sage euch das, damit ihr euch jetzt so darauf einstellt. Akzeptiert es. Es ist so, wie es ist. Ich hab's akzeptiert. Ich hab's gesehen schon in jungen Jahren. Ich hab's akzeptiert. Ey. Meisten Frauen sind Gift. Ich sag's euch, die meisten Frauen sind Gift. Für einen traditionellen Mann. Wenn du ein traditioneller Mann bist, du bist maskulin, du bist muskulös, du kannst beschützen, du kannst hier aufpassen, du bringst das Geld, du hast diese maskulinen Werte, ja, du bist männlich. Fall nicht auf die moderne Frau rein. Und auf diesen modernen Feminismus und sonst was. So. Erkenn deinen Wert. Erkenn deinen Wert, King. Deswegen. So. Bleib weg von diesen Frauen, die hier auf TikTok tanzen und sonst irgendwann. Diese Kindergarten-Quatsch, ja. So, wenn ich sowas sehe, ich denke mir, Girl, man, grow the hell up. Das denke ich mir jedes Mal. Ja, ist schön, ja, tanzt, aber es sieht alles immer gleich aus. Ich bin nicht mal so auf TikTok. Ich habe eine Zeit lang hier, wegen des Soul Channel habe ich so ein bisschen TikTok gemacht. Irgendwann, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Diese App ist teuflisch. Aber alle jungen Frauen sind darauf. Alle jungen Frauen lieben TikTok. Alle lieben TikTok. Und ihr wisst, was da abgeht. Degenerate Shit. Komplett. Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn. So, deswegen. Frauen lassen sich lieber von der Gesellschaft, von Medien und sonst was leiten, als von ihrem Mann. Und ich finde es so traurig. So, du solltest doch deinem Mann folgen. Wofür hast du diesen Mann geheiratet? Du heiratest doch den, weil du dem vertraust, oder nicht? Weil du doch was in ihm siehst. Warum bist du dann nicht bereit, auch auf den zu hören? Das heißt nicht, wir wollen dich kontrollieren oder sonst irgendwas oder wir wollen dich manipulieren. Nein. Nein. Aber der Mann hat die Führung. Das ist einfach so. Das ist in uns biologisch so. Männer führen, Frauen folgen. Deswegen sage ich ja, Frauen folgen lieber Social Media und TikTok und Instagram. Folgen lieber Celebrities, toxischen Celebrities, die ihren toxischen Feminismus da Lobpreisen in die Welt bringen. Die folgen lieber das als einem Mann. Als ihrem Mann. Als ihrem Ehemann. Die folgen lieber einer Cardi B als ihrem Ehemann. Make it make sense. Make it make sense. Deswegen, Frauen hören nicht mehr auf Männer. Sie nehmen sie nicht ernst. Die moderne Frau heutzutage nimmt den Mann nicht mehr ernst. Ja, schuld sind die Sims, schuld sind die ganzen Suckers, schuld sind die ganzen Weicheier, natürlich. Aber das rechtfertigt das auch nicht, meiner Meinung nach. Was denkt ihr? So, natürlich, ey, nur weil heutzutage Frauen, ich sag euch ehrlich, real talk, nur weil die meisten Frauen kein Dating-Material mehr sind, laufe ich da nicht rum und hasse Frauen und sage, jede Frau ist ja blöd, bla bla, und behandle Frauen schlecht. Nein. Würden Männer Frauen so behandeln, wie Frauen Männer behandeln, Frauen würden ihr schlimmes Erwachen bekommen. Frauen würden ihr schlimmes Erwachen bekommen. Manche Frauen, die, ey, kein Benehmen, wie kleine Kinder. Sie haben kein Benehmen.
Ich mach, was ich will. Ich lass mir nichts sagen. Du kontrollierst. Hey, was geht mit dir? Ich versuche dich nur von einem Problem zu bewahren. Aber nein, okay, du willst lieber wie ein Huhn mit abgetrenntem Kopf hier rumlaufen, willst Amok laufen? Lauf Amok! Aber komm nicht zurück zu mir weinend, wenn du dir die Finger verbrannt hast, weil du gedacht hast, das Gras ist grüner auf der anderen Seite, aber es war nicht grüner. Du hast dir die Flossen verbrannt. Deswegen nimm sie niemals zurück, wenn sie sich einmal verlässt. So, meiner Meinung nach. Deswegen, die hören keinen Männern mehr zu, die nehmen Männer nicht ernst. Die nehmen Männer nicht ernst, absolut nicht. Absolut nicht. Wie gesagt, würde es mehr maskuline Männer geben, die den ganzen BS nicht tolerieren, würde es das auch nicht geben. Weil es gibt noch zu viele Männer, die den ganzen Quatsch tolerieren. Und sie scheidet sich und dann will sie wieder mit dir zusammen. Und du tolerierst das, du gehst wieder mit ihr zusammen und zeigst, oh ja, dein Verhalten ist okay. Ist okay, wie du mich behandelst. Ja, behandle mich weiter. So, das zeigst du ihr jedes Mal, wenn sie dann sich trennt und wieder zusammenkommt, trennt und wieder zusammenkommt. Und du holst sie wieder zurück. Nehmen sie niemals zurück. Einmal weg, immer weg. Muss radikaler werden, meiner Meinung nach. Ganz ehrlich. Du kannst die moderne Frau nicht zufriedenstellen. Sie sind chronisch unzufrieden. Weil, wie ich schon gesagt habe, dieses Vergleichen. Ja, durch dieses Vergleichen kannst du die Frau nicht zufriedenstellen. Sie wird immer vergleichen, immer vergleichen. Der hat dies besser gemacht, der hat das besser gemacht. Dann steht sie mal auf und ist mies gelaunt. Dann hat sie, was weiß ich, ihre Tage. Dann hat sie dies, dann hat sie das. Ja, du kannst sie nicht zufriedenstellen. Es ist nicht möglich. Weil einfach, wenn sie eine gewisse Vergangenheit hat, hatte, es nicht mehr möglich ist, sie zufrieden zu stellen, sie ruhig zu stellen. Es ist nicht möglich, deswegen mach es auch nicht zu deiner Mission, mach es nicht zu deiner Aufgabe, eine Frau zufrieden zu stellen oder zufriedenstellen zu wollen und sowas, weil du wirst scheitern auf diesem Weg, das ist ein steiniger Weg, du wirst scheitern, du wirst sehen, es ist nicht möglich, es ist leider nicht möglich, eine Frau zufrieden. Eine moderne Frau von heutzutage zufriedenzustellen. Es ist nicht möglich. Wir haben keine Attention Span, ja, wegen diesem Social Media. Wie heißt es? Keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, ja, die können nicht zuhören. Sind wie kleine Kinder. Und ihr wisst doch, wie Kinder sind, die wollen immer was Neues, wollen neues Spielzeug, sind schnell gelangweilt, du musst die immer entertainen, musst denen immer hier Entertainment geben und so sind viele Frauen leider. Schnell gelangweilt, musst denen immer so Excitement geben. Viele Frauen stehen auch auf toxische Beziehungen, weil das gibt denen so ein Fulfillment, das gibt denen so ein Excitement, ja, das erfüllt, das macht die so richtig geil, so, oh ja, ja, endlich ist mal was los, aber wenn es eine stabile Ehe ist, eine stabile Beziehung, oh, ist voll langweilig, er ist voll langweilig, obwohl es doch eine gesunde Beziehung ist, make it make sense. Deswegen, sobald es in die gesunde Richtung geht, wird sie es sabotieren. Sie wird es immer sabotieren. Die moderne Frau ist eine Saboteurin. Moderne, die lieben es, gute Dinge kaputt zu machen. Die sind gut darin, gute Dinge kaputt zu machen. Es ist einfach so. Aus mir spricht nicht der Frauenhass oder die Verzweiflung. Es ist die pure Wahrheit. Bevor hier irgendwelche Clowns in die Kommentare kommen, oh, du bist nur verzweifelt. Ich bin überhaupt nicht verzweifelt. Ich habe es akzeptiert. Frauen sind Saboteure. Es ist einfach so. Sind wie kleine Kinder, müssen alles kaputt machen. Müssen ja austesten, spielen, sonst was, anstatt mal hier zu folgen und eine gesunde Beziehung sich aufzubauen. Aber nein, eine gesunde Beziehung ist ja voll langweilig. Ich will ja lieber mit einem Bad Boy zusammen sein, der mich schlecht behandelt, mit dem ich immer nur Drama und Trauma und Probleme habe, weil das ist ja voll spaßig, das ist ja lustig. Okay, geh deinen Weg. Das war's jetzt hier. Ich habe euch die Gründe genannt, warum es sich nicht lohnt als Mann heiraten zu gehen. Was ihr jetzt mit diesem Wissen macht, das ist euch überlassen. Das war jetzt nur, um euch bewusst darauf zu machen. Schreibt eure Kommentare, was denkt ihr? Wir sehen uns. Peace.